Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier gemeinsam Fallout 3. Befinden uns gerade in Megaton, machen uns jetzt auf den Weg nach Arefo, um einen Brief auszuliefern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich würde sagen, auf ins Ödland. Komisch. Hallo. Sehr komisch. Naja. Sehr, sehr komisch. Muss ich nachher nochmal in Ruhe gucken. So, wo wollte ich hin? Was gibt's denn hier eigentlich? Was ist hier? Hier ist... Ach, hier ist die Herrentoilette, okay. Ich wollte zu dem Water-Dingsbums, ne? The Creator's High Supply kann mir sicherlich noch ein paar Sachen abkaufen und dem kann ich sicherlich auch Sachen verkaufen. Vielleicht kriegt man da ja noch ein paar interessante Sachen. Moira. Ich gehört, ja, ich komme aus der Wald, genau. Ich bin Moira. Hören Sie, ja. Ich arbeite an einem ja, natürlich. Prima, ja, ich komme als Botschafter der Uhr. Es war eng und dunkel, das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Hier. Naja, es... Hier, nehmen Sie den Gebrauch. Ah, das würde gut ins Buch... What's this book naja. You're working on? Ja, ja, nein. Ja. Hört was sich gut an, mache ich. Also gut. Jo. Es geht um verschiedene Themen. Wo es Essen wie gibt, und wo die es Essen Strahlung, gibt. Okay. Oh, das klingt nach Spaß. Ich halt über Strahlung. Ich weiß viel aus Büchern. Komm aber ein. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich okay. Die Auswirkungen. Ach, Sie sind echt süß. Ja, jedenfalls ich bin süßer echt als süß. Alles, was da draußen in der wild verstreuten ja. Farce. Okay. Ach, 200 Grad. Sollten genug sein für eine Grundlage. 600 Red. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen. Ja, ist okay. Ich fürchte, das wird. Zeig doch mal, was du so im Angebot hast, Mädel. Mentats und Stimpaks. Bruxo Cleaner. Schematics. Portable Bed. Field Grill. What? Weapon Mod. Oh, die sind sehr teuer. Whetstone. Vacuum Cleaner. Aber die kauft mir bestimmt meinen Schrott ab. Karton of Cigarettes. Drei Kartons Zigaretten. Das ist schon gelesen. Okay. Das ist auch schon gelesen. Harmonika. Garden genommen. Lunchbox. Weg, weg. Eins, zwei, drei. Oh, ein Lasersight habe ich. Ich habe ein Lasersight? Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Na egal. iPhone Mac. Weg. Was hat sie denn so an Muni für mich? 32er könnte ich eigentlich gut brauchen, ne? Hat sie nicht. Schade. Ja. Shotgun-Shells sind auch nie verkehrt. Die sind aber teuer. Egal. So. Gute Jagd. Können Sie mal ausfüllen? Alle reparieren. 34. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Zack. Ich habe die Baupläne. Keine Sorge wegen der Munition. Okay. Wenn Sie jemals. Okay. Sehen wir mal, was im Angebot gibt. Was haben wir denn hier? Brass Knuckles. Kein Schwein braucht Brass Knuckles. Weg damit. Kleidung. Will ich das aufheben? Eigentlich nicht. Das kann weg. Weg, das kann weg. Kommen die ganzen Jumpsuits weg damit. Die Combat Armor, die behalte ich. Der kann weg. Stealth Armor. Ja, ist cool, aber was soll ich damit? Im Ernst. Dr. Lees Gläser, Brille, weg damit. Neuralschnellen, also weg. Alles weg. Hilfe.
Duck and Cover, ja, da muss ich mal gucken. Dann habe ich eigentlich fast alles rausgeschmissen, was ich dabei hatte, was überflüssig war, ne? Was hat sie denn hier noch schönes? Extended Magazine, kostet mich 1000. Boah, nee, kannst du vergessen. Machen wir erstmal so. Gute Beenden. Jagd. Ja. Das kann ich nicht tun. Für die Net. Außerdem ist es ja nicht. Die Bombe hat noch nie was, nie an was getan. Stimmt. Sie ist noch nicht explodiert. Aktivieren. What would you like to create? Motorcycle Fuel. Ich brauche Detergent, Tubulin, Whisky und Turpentin. Okay. Ups. Weapon Modification. Your currently equipped weapon cannot be equipped. My currently equipped weapon cannot be modified. So rum. Weapon Modification. Modify my equipped weapon. Okay, da kann man keinen Laser dran bauen. Ja, was können wir denn hier nochmal Schönes machen? Medkit. Medical Kit? Okay. Okay, das geht auch nicht. Da könnte ich noch ein Laserset dran schrauben. Ja, machen wir mal, wa? Zack. Ich weiß zwar nicht, was das Laserset mir bringt. Macht sie präzise? Ich weiß es nicht. Ich Wir behalte gucken sie einfach im Auge. mal. Ja, Söldner. Und da liegt ein Buch. Small Destroyed Book. Ja. Ragback Bullets active. Combat Shotgun. Die ist natürlich cool hier, ne? Schicke 1911er. Gut. So. Ja, natürlich. Meine Pistole ist natürlich nicht mehr auf dem Quickset. Ups. Auf dem Quickset 1, weil. Hoffentlich geht das gut. Schießt die jetzt jedes Mal oder wie? Es ist ja ganz toll, wenn sie jedes Mal zwei Schuss raushaut. Hä? Das hat die doch eben nicht gemacht. Naja. Nein, wir lassen das. So, dann wollen wir uns mal irgendwo Whisky besorgen, dass wir Sprit für unser Moped herkriegen. Ja. Würde ich mal sagen, gell? Das kann ja nur kann aber Sinn machen. Wo soll ich jetzt hin? Nee, das ist die andere Aufgabe. Ich wollte jetzt eigentlich die Aufgabe machen. Das ist völlig die andere Richtung, okay? Vielleicht kann ich ihr Whisky abkaufen. Vielleicht hat sie sowas. Looking for transportation. I'm looking for transportation. Wo will ich denn hin? Big Town, Canterbury Commons, Tenpenny Tower. Ich bleibe erstmal hier. Schade, ich dachte, das wäre ein Trader. Naja. Wo ist denn Big Town? Ach, Big Town war die Kinderstadt, glaube ich. Da leben nur Kinder. Ich meine, das war die. Springwell.
Ja, wir gehen jetzt nach Arefu. Gucken, dass wir unterwegs uns ein bisschen Whisky und Terpentin brauchen wir. Was haben wir gesagt? Ja, ne? Whisky und Turpentine. Also besorgen wir uns jetzt besorgen wir uns jetzt ein bisschen Whisky und Turpentine. Und daraus bauen wir uns Motorcycle Fuel. Und da bin ich echt mal gespannt, weil das, den Mod kenne ich noch nicht. Bin mal gespannt, ob der was taucht. Er nervt. Hey, wo ist er hingefallen? Ich wollte wenigstens looten. Mann. So ein Kack. Was doofes. Naja. So, Nordwesten geht's dahin. Okay. Da oben waren noch die Raider, die uns neulich... Oh, guck mal, da hinten tauchen Bäume auf. Da hinten waren... Ich hab doch den Mod mit dem Gras entfernt. Mit dem gerade drauf geklatschten Gras. Seltsam. Dann muss ich gleich den anderen Mod auch nochmal drüber installieren. Den Hauptmod. Aber das mache ich heute nicht mehr. Da oben waren die Raider. Oder hatte ich die mittlerweile alle gekillt? Ich weiß es gar nicht mehr. Finden wir raus, wenn wir da gleich vorbeilaufen. Schade, ging daneben. Wäre zu witzig gewesen. Aber mein... Energiewaffenskill ist wahrscheinlich auch zu niedrig. Okay. Schaufel. Nee. Ich will keine Shinies Pistol haben. Der ist tot. Der ist tot. Sehr schön. 10mm Pistol. Könnte ich eventuell meine 10mm Pistol mit reparieren? Kann das sein? Aber wahrscheinlich ist sie nicht kaputt genug. Kann das sein? Ja, nee, die ist nicht kaputt genug. 75%, sind wir noch weit von weg. So. Läuft schon anders als beim letzten Mal, als wir hier lang gelaufen sind. Gut, wir haben auch eine Power Armor, die hatten wir letztes Mal nicht. Weil wir das Moped haben, kommt die Power Armor auch ins Moped.
Einmal Power Armor. Hä? Backflip, so gehört sich das. Was hat er denn da? Das sieht interessant aus. Irgendein Impro-Scheiß, oder? Ich glaube, das war irgendein Impro-Gramm oder ist es ein Police Baton? Sniper Rifle? War das Pulse Mine? Ein Kettle Prod. 23 Schaden, okay. Die ist doch süß hier. Einziger Nachteil ist, du kriegst für die Scheißdinger nie genug Muni in dem Spiel. Findest sofort am Anfang immer einen Sniper und du kriegst nie genug Muni. Du musst immer schon ja. Ganz schnell, dass die Muni dafür ausgeht. Lebt da noch einer? Oh ja. Pinky. Hi Pinky. Schicke Haare. Thorazin-Overdosis, okay. Habe ich sie gekillt da hinten? Scheinbar so, wa? Ein Flammy! Ein Flammenwerfer. So, was haben die? Die haben ja nichts hier. Keine Loot, kein gar nichts. Was soll das? Soll ich kann hier vielleicht ein bisschen was zusammenlooten, aber naja. Was soll's. Ich laufe natürlich auch noch völlig in die falsche Richtung. Gleich gesehen, dass hier so ein Loch drin ist. Gut, dass ich da nicht runtergesprungen bin. Naja. Kann ich hier runter? Ne, ich glaube auch nicht, ne? Ich muss echt bis unten durchlaufen. Naja. Ich will jetzt auch nicht runterspringen. Also bei Fallout 4 wird es gehen, weil da hat die Power-Rüstung dementsprechend Kraft, dass sie dich abfangen kann. Aber hier brichst du dir mit einer Power-Rüstung trotzdem die Knochen. Sind halt nicht so geil, die Power-Rüstungen hier. Kannst du nichts machen. Jedenfalls gehen wir jetzt darüber. Und dann gehen wir hier zu, wie hieß sie noch? Ihre Home City. Ja, sau langsam mit der Power-Rüstung, ne? Naja. Wie lange das Leveln hier noch dauert, wenn man das mit heutigen Spielen vergleicht, ne? Heute gehst du aus dem. Ja. Da wärst du ja im Tutorial schon 3 Level gestiegen. Das muss ich echt sagen. Ja, dauert.
Traveler und der ist verletzt. Und ein Söldner, der ist auch verletzt. Hello, I want to cross. Thank you. Wow! Vorsicht, dieser Skorpion. Ja. Wo ist denn der? Was soll das? Ah, Mann, ey. So, ey. Soll der Scheiß? Habe ich euch wohl gerade den Scheiß Ratskorpion vom Hals geschafft, ihr blöden Arschlöcher? Entschuldigung, aber. So. Blöder Sausack. So wenigstens eine vernünftige Rüstung. Klaue sagt. Das habe ich ja gerne. Ich rette denen das Leben, indem ich den euren Skorpion kille. Und dann wollen sie mich umbringen. Glaube es hakt. Merc Veteran Outfit. Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht. So. Weiter geht's. Wir wollten ja zu dem kleinen Dörfchen da vorne hin und die Quest von der netten jungen Dame machen, ne? Zack. Lieb sein. Böser war aber. Wie weit ist das denn noch? Bis zu ihrem Häuschen? Oh, ist noch ein ganzes Stück. Haben wir gerade die Hälfte des Weges geschafft, okay. Da ist bestimmt ein Tunnel drin, oder? Ah ne, sieht bloß so aus. Bloodfly? Keine Bloodfly. I don't think I wanna go in there. Das da oben? Ein Zaun in der Landschaft? Zäune stehen nie ohne Grund in der Landschaft. Da gucken wir mal rein, würde ich sagen. Radioaktiv verstrahlt, okay. Ah, ein Vault. Ich habe ein Vault gefunden. Klatsch, der ist auch hin. So. Ich würde sagen, machen wir erst die Quest oder gucken wir erst in den Vault? Wir gucken mal eben kurz hier in den Vault rein. Mal sehen, ob ich reinkomme, wie es da drin aussieht.
zu. Wir machen ihn mal auf. Blut? Noch mehr Blut. Gut, wir kommen später wieder. Sensor Modular Wonderglue bringt Geld. Paintgun. Kann ich, glaube ich. Kann ich die Paintgun ins Motorrad einbauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Der ist nicht leer. Outfit. Braucht sich auch nicht, ne? Hier an der Seite noch irgendwas Spannendes? Ein Stimpack oder sowas vielleicht? Nee, nix. Gut. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja. Machen wir Vault 106 erstmal wieder zu, kommen wir später wieder! Sound von Sound-Generierung von 2008. Drückst du auf den Knopf, kommt dieser Sound. Auch wenn du schon aus der Höhle raus bist. Naja. Kann mal vorkommen. Das kommt. Jaguar? Nee. Maulwurfratte. Okay. Aus etwas größerer Entfernung sah das aus wie ein geduckt anrennender Jaguar, wobei die sind, glaube ich, haariger. Ich muss sagen, wenn man viel mit Vets spielt, das ist ein sehr entspanntes Spiel. So. Sehr schön. Müssen wir denn dahin? Da unten, ne? Ist das nicht noch. Genau! Ah, das ist diese. Da auf dem. Na, wie ist das deutsche Wort dafür? Na, auf der Brücke da. Overpass, auf der Überführung dahin. Genau. Das Dörfchen ist das, glaube ich, ne? Ja, da oben drauf, genau. Da wollen wir drauf. Das ist ihr Dörfchen mit ihren Familienmitgliedern. Ey! Ah! So. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Meine Blechdose brauchst. Ah, ein fahrender Händler. Hey, Mr. Fahrender Händler. Caravan Guard. Doc Hoff. Suchen Sie nach etwas Besonderem? Ich bin hier, weil ich was kaufen will. Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Du könntest mir die beiden abkaufen. Du könntest mir. Oh, du könntest mir so viel Schrott abkaufen, Minion. Hier, komm. Die Giftdrüsen sind doch gut, oder? Sensormodul und Wonderglow gibt auch Geld. Hast du Whisky? Er hat Whisky! Sehr schön. Stimpaks hat er auch. Ich wollte ich gar nicht haben. So. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch. I have to go now. Bye bye. Caravan Guard Barry. Wer bist du? Sarah. Hallo. Alter tote Brahmins. Okay, hier hat der Wald ist etwas übertrieben. Wobei ich stelle es mir das durchaus realistisch vor, dass der durchwächst. Okay, vielleicht nicht durch den Boden, aber. So, hier oben ist doch irgendwo dieses komische Dorf, ne? Ich meine, das war hier. Mhm, da ist es. Sehr blau das Wasser da unten. Ja. Wer bist du? Traveler.
Du, auch Traveler. Warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu den... Kommen Sie hier rüber. Ja, die Traveler sind ein Mod, deswegen. Wer bist du denn? Hi, Evan. Was dachten Sie denn, wer ich bin? Sie gehören zu... Sie sind der Grund... Okay. Raider oder Sklavenhändler? Nichts von beiden. Okay. Naja, anfangs haben sie Gangmist. Aber letztes Mal sind die Brahmine getötet, die Sausäcke. Hören sie, sie, das ist irgendwas komisch. Sie haben Waffen und Muskeln. Haben die nötigen Waffen und sind stecken. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu über... Ja, machen wir. Ich kann die Nachricht nicht... Alles klar. Vorsicht! Okay. Hallo. Gut. Wir bringen. Nein, ich wollte eigentlich noch eben die Nachricht abliefern. Ach so, da muss ich jetzt auch noch alle abchecken, oder wie? Hallo? Bitte. Ja. Was zum Teufel haben denn Sie? Hören Sie. Mich oder mein. Verstehen Sie kein Deutsch? Ich sagte doch... Hören Sie, ich will, dass man mich... Uns geht es best. Sagen Sie Mr. King den Gang... Wenn Sie... Das ist verkommener Abschaum, der... Okay. Ich würde ja... Er würde ja gerne auf Sie schießen, aber er traut sich. Seien wir doch ehrlich. In dieser grässlichen Hitze. Ja, ich heiße Brayley Ewers. Machen Sie sich nicht... Ja... Ach, er ist ja so ein Schatz. Ja. I have to go now. Tschüss. Party aus. Gucken wir mal da rein. Ja, wer ist da? Es ist schön in dieser Gegend, dein Freund. Ja. Hi, Karin. Ich habe schreckliche Angst. Ich habe schreckliche Angst, okay. Und tschüss. Sie ist alleine? Ja. Was hat sie denn hier Schönes? Empty Whiskey. Sie säuft also, okay. Kühlschrank, Cutting Board. Ich wieder nach Arefo. Wer bist du? Du bist auch ein Traveler. Es sind ein paar viele Traveler. Ich glaube, ich muss die Traveler mal ein bisschen runterdrehen. Evan Kings House. Achso, da brauche ich nicht nachchecken. Was haben wir hier? Die West Residence. Oh, die Wests sind alle tot. Bis Wunden am Hals, bis zum Knochen tief. Keine weiteren Hinweise. Das sind doch Ghule, oder? Huh. Haben die... Okay, die sind tot. Ich räume mal eben ihr Haus leer. Haben die irgendwas hier, was ich noch brauchen könnte? Da ist nichts drin. Nee, die haben nichts, was man... verwenden könnte, verwerten könnte. Ist hier hinten noch ein Haus? Da hinten sind die Toiletten. Ja, wem soll ich denn Lucy's Message übergeben? Warte kurz. Bis Wunden am Hals, bis auf die Knochen tief. Welche Knochen? Am Hals, da müssten die ja hinten den Nacken gebissen haben. Ist okay. Was haben Sie gesagt? Die Familie muss verflixt und... Moment mal. Das muss die Familie gewesen. Ich weiß, dass ich... Ja. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen... Bis Wunden am Hals. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, Kampfhunde, genau. Ja, die kommen immer wieder. Alles klar. Wo finde ich die Säcke? Alles klar. Gut. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir das schon mal alles gefunden. Dann will ich noch mal ein bisschen an den Mods rumspielen. Ein bisschen was einstellen. Tja, so viel zum Thema Brief ausliefern. Naja, vielleicht finden wir ihn ja noch.
Bin ich mal gespannt. In der nächsten Folge machen wir uns nochmal auf den Weg, die Familie zu finden. Was die Familie wohl ist. Naja, so wie die Leichen aussahen. Vampire? Oder irgendwie Leute, die sich für Vampire halten? Wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal im Wasteland.